Gibt es inzwischen zu viele Foto- und Videografen? Ist dieser Markt gesättigt und hast du überhaupt noch eine Chance, wenn du jetzt 2021 oder 2022 in diesen Markt noch einsteigst? Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tobi Obermeier und ich habe mir in den letzten 3 Jahren meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut. Und im heutigen Video möchte ich, wie gesagt, eben schon mit dir über das Thema sprechen, ob der Markt von Foto- und Videografen inzwischen übersättigt ist. Du weißt selber, es wird aktuell immer einfacher für jede Person, gute Fotos, gute Videos zu machen. Allein Apple hat jetzt wieder das iPhone 13 rausgebracht und führt damit auch diesen Cinematic Mode, glaube ich, ein. And introducing Cinematic Mode, which brings the art of cinematography to iPhone. Und ja, du weißt selber, heutzutage braucht man nicht mehr viel. So, es ist verdammt viel Info und Infomaterial online kostenlos zur Verfügung. Das heißt, jeder kann sich diesen Skill selbst beibringen. Und deswegen möchte ich mit dir heute mal konkret darüber sprechen, ob dieser ganze Markt gesättigt ist und ob du überhaupt noch eine Chance hast, wenn du jetzt startest oder vielleicht gerade in den Startlöchern stehst, um in diesem Markt noch mithalten zu können. Ich habe das Ganze in der letzten Zeit jetzt immer öfter gehört von Foto- und Videografen, so von wegen, ja, an sich würde ich gerne schon in die Selbstständigkeit starten oder ja, ich bin schon gestartet, aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach so auf dem Markt ein bisschen untergehe. Und meiner Meinung nach ist es wirklich nicht so, dass dieser Markt gesättigt ist. Ich sehe das Ganze so. Du musst dir das so vorstellen. Es kommen immer mehr und neue Foto- und Videografen in diesen Markt dazu und natürlich, es bieten auch immer mehr Foto- und Videografen ihre Dienstleistung für potenzielle Kunden an, egal ob Geschäftskunden oder Privatkunden. Und natürlich wird deine Konkurrenz sozusagen größer. Aber ganz klar, wenn du weißt, wie du dich aus dieser Masse herabhebst oder aus dieser Masse herausstichst, dann hast du eigentlich gar keine Konkurrenz. Wenn du deinen eigenen Style hast, wenn du weißt, wie du an deine richtigen Kunden gehst, wenn du richtig positioniert bist, wenn du weißt, wie du dich verkaufst, dann sind diese ganzen Hobbyfotografen überhaupt keine Konkurrenz für dich, sondern das sind einfach nur andere Foto- oder Videografen. Grundsätzlich muss ich eh dazu sagen, ich finde, in diesem ganzen Markt zwischen Foto- und Videografen besteht immer so ein Konkurrenzkampf. Aber ich finde es eigentlich viel, viel cooler, wenn man sich doch lieber zusammentut und vielleicht einfach ein bisschen connectet und dann, wenn jemand mal einen Auftrag hat, den er nicht annehmen kann oder Unterstützung braucht, sich einfach einen anderen Fotografen dazu holt. Was man natürlich auch dazu sagen muss, es steigt natürlich nicht nur auf der einen Seite das Angebot an Foto- oder Videografendienstleistungen, sondern auch die Nachfrage. Wir leben in 2021 und das Ganze heißt, dass wirklich die Digitalisierung jetzt gerade bei uns vor allen Dingen im ganzen Dachraum erst losgeht. Bedeutet, deine potenziellen Kunden merken immer mehr, okay, da ist Bedarf, wollen natürlich auch mehr Foto- oder Video-Content haben. Und diesbezüglich steigt natürlich auch die Nachfrage, weil du darfst nicht vergessen, wir leben in 2021. Jeder braucht Social Media Content, jeder braucht Content für seine Webseiten, jeder braucht für seinen YouTube-Kanal Content, TikTok, whatever. Oder selbst Privatpersonen. Aktuell mit der Situation, mit der Pandemie ist es ja auch so, es ist vielleicht nicht mehr so einfach wie vor 2, 3 Jahren noch, einfach ja, jeden aus der Familie zu seiner Hochzeit einzuladen. Deswegen, da besteht ja auch viel mehr Bedarf als im Vorhinein. Bedeutet, wenn einmal so ein schöner Tag passiert, dann möchten ja Brautpaare zum Beispiel diesen Tag auch festgehalten haben und somit, wie gesagt, steigt halt wirklich auch die Nachfrage. Und deswegen mein Fazit aus diesem ganzen Video, ich weiß, das war jetzt mal ein bisschen kürzer, aber meiner Meinung nach ist jetzt 2021, 2022 die beste Zeit, mehr aus deiner Leidenschaft zu machen, wirklich zu starten in die Selbstständigkeit, das Ganze nebenberuflich vielleicht erstmal auszuprobieren und dann vielleicht mal hauptberuflich umzuswitchen, weil ich kann dir sagen, die Nachfrage steigt extrem in den nächsten paar Jahren. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest vielleicht auch mehr aus deiner Leidenschaft machen, dann lade ich dich jetzt herzlich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemandem aus meinem Team ein. Da schauen wir einfach mal ganz unverbindlich deine aktuelle Situation an, gucken, was deine Ziele sind, wo du hinwollen würdest und zeigen dir einfach mal, wie du auch erfolgreich in die Selbstständigkeit starten kannst und einfach auch schnell mal nebenberuflich mit deiner Leidenschaft mehr als in deinem Hauptjob verdienen kannst und wie du Kunden generierst, wie du dich richtig verkaufst und so weiter. Deswegen nutz wirklich diese Chance. Wie gesagt, das Beratungsgespräch ist komplett kostenlos. Link dazu findest du einfach mal unten in der Beschreibung. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns schon die Tage hören. Ansonsten gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du von dem ganzen Thema? Meinst du, der Markt von Foto- und Videografen ist übersättigt? Oder stimmst du mir da eben auch zu? Wie gesagt, schreib es gerne mal in die Kommentare. Abonnier den Kanal sehr, sehr gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder bald im nächsten Video. Und in diesem Sinne, keep creating, dein Tobi.
Ciao.